Hallo zusammen und willkommen. Strahlende Haut bis ins hohe Alter hinein gilt in Fernost als Schönheitsideal. Neben viel frischem Fisch, Gemüse und grünem Tee ist es vor allem der Reis, der die Japanerin fit und schön hält. Mit nur 3 Zutaten schaffen es die Damen aus dem Land der aufgehenden Sonne bis zu 10 Jahre jünger auszusehen. Im heutigen Video lüften wir das Schönheitsgeheimnis aus Asien. Viel Spaß! Übergewicht ist in Fernost selten ein Problem, was vermutlich am Reis liegt. Doch das asiatische Grundnahrungsmittel und Basis jeder Mahlzeit ist nicht nur gut für die Figur, sondern auch ein Schönheitsmittel. Vor allem das Reiswasser ist für Kosmetika interessant. Es ist reich an Vitaminen aus der B-Gruppe, dazu kommen die Mineralstoffe und Spurenelemente Folsäure, Eisen, Kalium, Magnesium sowie Zink. Weißem Reis gehen während der Prozessierung viele Nährstoffe verloren, weshalb besser Vollkornreis verwendet wird. Reiswasser wird als Naturheilmittel gegen Durchfall, Übelkeit und Erbrechen eingesetzt und hilft während der Schwangerschaft die Milchproduktion anzuregen. Auch Verstopfungen lassen sich damit kurieren. Kosmetikprodukte, die Reiswasser enthalten, schützen vor Sonneneinstrahlung und verhindern Schwellungen im Gesicht sowie eine vorzeitige Hautalterung. Das liegt hauptsächlich an Inositol, einer Substanz, die den Blutfluss und das Wachstum der Zellen anregt. Inositol verkleinert nicht nur die Poren, sondern hält die Haut auch jung und elastisch. Als Hauttonikum lindert Reiswasser gereizte Haut und sorgt als Spülung zudem noch für seidiges und glänzendes Haar. In Japan wurde Reiswasser traditionell als Gesichtswasser und Badezusatz verwendet. Mittlerweile schwören auch viele Kosmetikprodukte auf die Wirkung der kleinen Körnchen. Milch hat nicht nur im Land der aufgehenden Sonne eine lange Tradition als Schönheitsmittel. Schon die altägyptischen Königinnen Nofrotete und Kleopatra badeten darin und selbst Kaiserin Sissi stieg noch im 19. Jahrhundert in einen Zuber mit Milch. Das wundert kaum, schließlich stecken in dem Lebensmittel eine Menge Vitamine, Mineralstoffe, wertvolle Fette und Eiweiße. Besonders das Fett in der Milch ist interessant für die Schönheit, da es dem natürlichen Fett der menschlichen Haut ähnelt. Der Milchzucker ist in der Lage, kleine Wunden auf der Haut schneller abheilen zu lassen. Selbst starke Hautprobleme wie Schuppenflechte oder extreme Rötungen erfahren Linderung durch Milch. Zusammen mit Honig wird die Milch jedoch unschlagbar. Bereits in der Antike wurde Honig eingesetzt, um die Haut zu beruhigen und zu glätten. Proteine, Spurenelemente und Vitamine sorgen für die Unterstützung der Hautzellen und beugen kleinen Fältchen vor. Zusammen mit Milch regt Honig die Durchblutung an und stabilisiert den hauteigenen Säureschutzmantel. Das beugt dem Feuchtigkeitsverlust vor und zaubert den typisch strahlenden Teint. Schließlich heißt es nicht umsonst bis heute im Orient, dass eine schöne Frau ein Gesicht wie Milch und Honig habe. Die wohltuende Wirkung der 3 Zutaten lässt sich in einer japanischen Gesichtsmaske kombinieren, die blitzschnell gemacht ist und innerhalb von ein paar Tagen wirkliche Wunder bewirken kann. Das Hautbild wird nicht nur porentief rein, auch der ganze Teint fängt an zu strahlen und feine Fältchen werden reduziert. Um die Beauty-Geheimwaffe der Japanerin herzustellen, benötigst du 2-3 Esslöffel Reis, am besten Vollkorn, 1 Esslöffel Bienenhonig und 1 Esslöffel Frischmilch. Der Reis wird in reichlich Wasser gekocht, bis er vollständig weich ist. Beim Abgießen wird das Reiswasser aufgefangen, denn es kann im Anschluss als Gesichtswasser verwendet werden. Der gekochte Reis wird nun mit Honig und der Milch zu einer kompakten Masse vermischt, die anschließend auf das Gesicht aufgetragen wird. Die Einwirkzeit beträgt dabei eine halbe Stunde. Anschließend wird die Maske mit lauwarmem Wasser vom Gesicht abgewaschen und die Haut mit dem Reiswasser erfrischt. Bereits nach der ersten Anwendung präsentiert sich das Hautbild deutlich zarter und glatter. Da die Maske sich problemlos 4 Tage im Kühlschrank hält, kann sie auch auf Vorrat zubereitet werden. Das Rezept wird dann in diesem Fall einfach vervierfacht. Die japanische Reismaske kann täglich angewendet werden. Wird das Reiswasser zusätzlich als Tonikum verwendet, verhindern die darin enthaltenen Antioxidantien Altersflecken und liefern der Haut eine Menge Feuchtigkeit, sodass teure Gesichtscremes überflüssig werden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.